So, moin moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark Survival Evolved. War vielleicht bereit in irgendjemanden Umzug vor oder so? Habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich beim letzten Mal nämlich schon hier so eine Forge gebaut. Hab noch ein bisschen Material gefarmt und jetzt will ich mit meinem T-Rex mal los und ein bisschen Eisen farmen. Inos sind immer im Hintergrund sehr geil mal an den Flüssen, landen wir jetzt, und da würde ich jetzt wieder zurückrennen. Lasst euch dadurch nicht verwirren. Und da dann den Fluss entlang. Also, so habe ich es gestern gemacht und da habe ich wieder sau viele Hochlevelige gesehen. Ja gut, okay. So, mal gucken, wenn... Können wir auch hier querfeld einlaufen, oder? Durch die Schlucht hier geradeaus. Ja, das ist komplizierter als alles andere. Okay. Mit den ganzen Steinen und dem ganzen Mist. Bleib ich jedes Mal hängen, da laufe ich lieber außen rum. Irgendwas knabbert hier schon wieder an mir. Alle so ein Leckerbissen bist. Ja, ich weiß nicht, vielleicht stehen die auf weiße Schokolade. Ich hab ja weiß. Dann bin ich vollmilch oder was? Jupp. Schon wieder ein Dodo kaputt gedreht. Oh, ein paar Haie. Naja, also. Ich wollte gerade sagen, wer läuft denn da hinten mit dem Team? Ja. Eine Megadolons. Genau. Der weiße Hai, ja. Giovanni. Ja. Ich finde, der sieht klasse aus, der weiße mit den Streifen. Ja, die sehen alle drei geil aus. So, mal einen kleinen Ausflug machen, mal schauen, ob ich was Nettes finde. Oder ob dich was Nettes findet. Ich finde immer nur Tiere von anderen Leuten, die sie verloren haben. Jo. Gestern Abend habe ich den Flieger von Alex gefunden. Und heute Morgen habe ich einen Trike und die Katze von Sia gefunden. Die waren auch sicherlich froh. Ja, er war noch im Steam Online, habe ich ihm geschrieben, hat er mir geantwortet. Er meinte, kann das sein, dass dein Trike hier irgendwo in der Gegend rumsteht? Boah, hast du es gefunden, sau nice, bla bla bla. Er war wohl gestern Abend oder gestern Nacht unterwegs und irgendwas hat ihn angegriffen. Weil er so Probleme mit Maus und Tastatur hat, ist er abgestiegen, damit das Vieh alleine kämpft. Moment, Ausdauer. Ja, und da hat ihn sein Gegenüber dann getötet. Dann hat er nicht mehr seine Tiere nicht mehr wiedergefunden. Ich hab's heute Morgen beim Steinfarben wiedergefunden. Der eine war um mehr, die Katze, die war um mehr, fast tot. Der Strike war mit vollem Leben, stand so an einem Berg. Ja, dem fällt mal nicht. Oh, Schneeweiß. Warte mal. Was ist das denn? War nur Level 44. Ab. Ab. Warte, schöne Farbe. Weiß mit Grün. Jetzt hast du auch eine schöne Farbe, weiß mit Rot. So. Was? Ah, scheiße. Haben wir den ersten Spino. Level 28, der ist uns aber zu klein. Gehen wir mal einfach dran vorbei. Nee, tönen, dass die nachspawnen. Ja, aber wenn du den leveln lässt, dann... Die leveln nicht. Ne? Nein. Na gut, das ist Blödsinn, was Tom immer gesagt hat. Hast du'n? Ja, klar. Habe ich früher auch geglaubt, dass die Dinos leveln würden. Aber wenn du hier in heute Nachmittag wieder gekommen wärst, hätte er noch denselben Level gehabt. Da
Stamina musst du pushen, wie es aussieht. Ja. Ja, ich hab ja nur. Augenblick. 1700. Ja, ich hab 2-3. Okay. Ja. Einfach kurz schreien, wenn du mit Stamina runtergehst. Du hast ja gerade auch gekämpft, von daher. Ja, bin wieder oben. Oh, mal schauen, ob ich jetzt hier irgendwo mal Eisen finde, aber ich sieht momentan nicht so nach gelb aus hier. Die sind ziemlich oben am Berg meistens. Ja. Hm. Ansonsten hast du auch eine geringe Chance, Eisen in normalen Felsen mit der Picke rauszuholen. Ja, das ist nämlich das Problem auch quasi. Und die Chance ist nur wirklich gering. Hm. Auf der Karte gucken. Gestern oben rum, ja lang. Na warte, ich guck mich immer mal um wegen Alphas. Ja, ich versuche auch die Augen offen zu halten. Der Stein einfach nur so weiß, so schwarz aus, oder ist das Obsidian? Nee, manche sehen so schwarz aus, aber kommt normaler Stein raus. Ich guck mal. Ja. Zwei Metall jetzt hier rausgekriegt. Aber ansonsten nur Flint und Stein. Naja, ich auch, hier vorne habe ich auch gerade drauf gehauen. Sind das Kätzchen? Das sieht mir nach Kätzchen aus. Ja, da oben hast du viele Katzen, sind Skorpione und so weiter. Ja, ich sehe die gerade, ja. Ah. Hast du ein Fernglas? Ich nö. Noch nicht. Okay. Beim T-Rex solltest du aber eigentlich von nichts Angst haben müssen. Nur vor den Alphas solltest du aufpassen. Ja. Oh, da ist ein Alpha T-Rex. Oh oh. Level 76. Nee, machen wir Bogen drum, glaube ich, oder? Weiß es nicht. Also, die sind sehr böse. Die sind sehr böse. Unausgeglichen. Skorpion greift dich an. Oh, ein Mammut. Ja. Hallo Mammut. Was ist denn da hinten noch rot ist, das sieht auch geil aus. Wenn es eine rote Wolke hat, ist es ein Alpha. Vorsicht. Ah, ich bin mir gar nicht sicher. Es ist sehr, sehr rot, aber ich kann das momentan nicht sehen. Weil ja, dann gehen wir lieber mal weiter, bevor wir wirklich Inno am Meer. 16, der taugt auch nichts. Wohl der Glück Alpha, gehabt. Der Alpha reizt mich schon. Ja, natürlich reizt er mich, aber jetzt zwei Level 200er zu verlieren. Nee, muss nicht sein. Wie komme ich jetzt hier weg? Scheiße. Ich hätte auch gerne einen Alpha T-Rex gekillt, glaub mir. Ja. Ich glaube, das ist ein Spino oder wie die Dinger heißen. Ja, nicht oben am Berg. Ja, nee, der hatte. Nee, Moment, das ist so einer mit einem Kamm hinten drauf. Oh, Spino 84 weiß. Jo. Gut, dann kill ich mal hier den T-Rex. So, mein Vieh mal auf passiv gestellt. Ich kill noch schnell den Bronto, den habe ich anscheinend noch mit angekackt.
ich klopf mal an. Ja. Denk dran, wir können beide drauf schießen, das deckt. Okay. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Glück. Oder auch nicht. Mist. Oh oh. Lauf, Forrest, lauf. Wo ist er? Am Stein hier. Der hat einen Dödikus gefunden. Oh, ich glaube, würde gerne die ganze Zeit dran knabbern. Bleibt da nicht hoch und wir können die ganze Zeit draufballern. Ja. Die schießen relativ gleichzeitig. Jedes Mal wie Blutstropfen vorne. Macht uns aber ein bisschen einfach, ne? Bisschen, ja. Was ein schlechtes Gewissen. Naja, wie. Hoffen, dass die Effizienz nicht zu weit runter geht. Nö, nee, das geht erst, wenn, wenn er liegt. Okay. Müssten ihn nur von dem Dödi wegziehen. Mache ich gerade. Kommst du weg? Ja, er schubst mich weg. Wir haben Gott sei Dank einen großen Wendekreis. Au, ich bin gleich. Aua. Ach, du hast mich getroffen. Ich hab dich getroffen. Einmal durch die Botanik hier. So. Der Freund muss aber immer mal umkippen hier. Er oder ich? Ja, dann. Er ist umgefallen. Dann hole ich mal Primeat. Ja, pack mich nicht hier fest. Oh nein, ich werde von Dodos angegriffen. Ich glaube, ich müsste da was drin haben. Ja, natürlich haben wir noch was drin. Ne? Ich hole mal meinen T-Bart näher. Hast du auf Narco-Berries reingemacht? Ja, die hatte ich von dem Loot, von dem Tier noch. Die sehen nix. So, jetzt. Oh, immer ein Stick Fleisch mit drinnen reinmachen, damit er runtergeht. Also, falls mal Prime spoilt. Ja, ich hab das Jerky mit drin. Ansonsten hätte man hungern lassen sollen. Aber das ist eigentlich egal. Ich hol mal Nachschub. Oder jo. Warte. Nee, brauchen wir ja noch nicht. Weiß nicht, wie oft er frisst. 4 Minuten hält's noch. Ja, da wird er maximal eins fressen. Wahrscheinlich, ja. Aber wir haben hier Brontos alles in der Nähe, also das ist kein großes Problem. Nur nicht sprinten in der Nähe von dem Vieh, was wenn da um Boden liegt, ne? Im T-Rex. Ja. Ja, und die Viecher gehen mir hier gerade alle auf den Nerven. Hau ab. Hau ab. Einfach anpieksen, sind sie weg. Ja, eben.
Okay, da Trike nicht anpieksen, das ist nicht weg. Woher kommt schon Witter hier? Plus 41 Level, was hat er? 84, also 925. Kann man anfangen? Ja. Ja, ich denke mal, der geht noch auf 85. Ah, runter. Ich glaube, ich habe Metall gefunden. Das dürfte es sein. Ja, so goldschimmerndes. Genau. Da ist ein so ein Felsen, der schimmert sehr golden. Und du nimmst die Spitzhacke. Ja. Also mal kurz die Gegend sichern hier. Mir gerade ein, Spinos waren ja die so extrem viel Torpor verbrauchen, ne? Ja, ich habe noch 185 bei. Ja, ich habe 100 drin und 100 nur einstecken. Ja. Ja, aber mit Prime ist das eigentlich. Ein Prime, keine Ahnung, 8% hätte ich jetzt gesagt. Der 84. Ah, so sieht das aus. Oh, sehr schön. Der braucht 14 Raw Prime. Und Minimum 359 Narcotics. Eisen. Bei 8-fach Tame Speed? Jo. Bei 1-fach Tame Speed brauchst du 1500 bis 2000. Lol. Was? Haben wir da keine Angst? Nein. War noch falsch. Doch, machst du. Wäre noch genial, wenn das Einfluss hätte auf die Pflanzenfresser hier in der Umgebung. Dass die alle so sternförmig auseinanderstürmen. Ja, das wäre natürlich cool. Bis gleich wieder. Oh. Da frisst er sogar zwei Stück aus dem alten Stack. Ja, ich muss gerade mal eben ein bisschen Klamotten farmen. Ich habe nämlich kein Fleisch eingesteckt, wo die eine Basis war. Ich hab welches einstecken, wenn du haben willst. Ja, zwei Stück wäre mal ganz lieb. Zwei, drei Stück oder so. Packst du gerade mal den T-Rex rein. Mal Fleisch in deinen T-Rex. Die sind komplett leer gemacht. Haben wir halt gar nichts zu essen. Ja, dann geht schneller, das Prime dann rauszuholen in den Inventar. Was wohl war. Dann schauen wir mal weiter, ob hier noch irgendwo ein bisschen lecker Eisen ist. La 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 la. Nee, ich weiß auch nicht, Trucker, du hattest ja auch gesehen, dass, oder beziehungsweise gehört, dass mein vorletztes Video, glaube ich, asynchron war. Ja, dein letztes auch teilweise. Echt? Das ist ja merkwürdig. Ja. Mal gucken, wie das mit dem Video hier ist. Ansonsten in VLC reinladen und damit kannst du die Tonspur anfassen. VLC-Videoplayer. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Aber normalerweise sollte das nicht passieren. Das ist auch das erste Mal. Also ich kenne das eigentlich nicht. Vielleicht irgendeine Voreinstellung geändert. Na, nee, ich habe eigentlich... Da gibt es auch nicht so viel zum Ändern hier bei meinem Aufnahmeprogramm. Ah, okay. Ja, muss ich mal schauen. Weil sonst habe ich das, sonst sehe ich das ja bei anderen Spielen ja auch und... Das ist ja nicht so. Was sind das denn für Viecher? Ah, okay. La 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 la.
Ja, Narkotik braucht ja garantiert viel. Ja. Dann wird schon 20 Stück reingeblasen. Mhm. Ja, deshalb habe ich das Tamen letztens abgebrochen bei dem anderen Huhn. Weil ich habe gemerkt, dass ich mit 200 Narkotik nicht auskam. Na gut, dann werde ich mich glaube ich erstmal wieder auf den Rückweg machen. Ich hänge hier fest, ich hänge fest. Ein neues Prime holen. Okay, nächste Runde hole ich dann. Auf der anderen Seite oben sind drei von den Großen, die geben auch welches. Der Groß, ja. Oh, jetzt sind diese... Was? T-Rex und Felsen, das ist ganz schlimm. Ich sehe da nicht mal einen. Da sind ganz viele kleine. Okay. Da bleibt der jedes Mal dann hängen, der Arsch. Puh. Ja, da ist ein Spino besser, der ist geländegängig. Eben. Oh, da hat man wieder schön einen Ausflug ins Grüne. Oh, ein Kano da hinten. Killen. Kannst du dir eine Prozentanzeige beim Taming reinblenden lassen? Nee. Okay. Aber ich kann gut schätzen. Bei uns in der Arbeit so ein scheiß veraltetes Programm. So. Wo ich mir die Vorjahresstatistiken nicht ordentlich anzeigen lassen kann. Mhm. Da habe ich dann nur Balken. Und da ziehe ich mir auch immer so die Prozente circa raus, wie es ist. Und schreibe mir das nochmal in eine Excel-Liste, um das nochmal in Zahlen vor mir zu haben. Mhm. Daher bin ich das gewöhnt. Gut, naja, immerhin schon mal 120 Eisen, das ist schon mal gar nicht verkehrt. Dann kann ich schon mal ein bisschen was draus machen. Ja, kommst du erstmal ein bisschen weit. Ich glaube immer pro Iron Ingot braucht man, glaube ich, immer 2 Eisen, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. So, darfst du direkt dir auch gern, wenn dir nochmal ein kleines, kleine Menge Eisen fehlt oder so, bei uns was rausnehmen. Ja, Dito. Geht im Fabrikator, neben dem Fabrikator steht ein extra Schrank mit Eisen. Spark Powder hast du schon? Muss ich noch lernen, glaube ich.
drin oder so. Ja, alles klar, danke. Wo habe ich denn mein Holz? Ich hätte doch noch Holz. Wer ist mein Holz? In the Baum. In the Baum, ne? In the Bauch von the T-Rex. Höchstens. Da hinten ist ein Raptor. Ich kümmere mich mal drum. So, Access Inventory. Wieder ein 120er. Ist noch Prime da? So, mal schnell das einschmelzen. Du. Aber erstmal was essen. Essen. Bevor ich verhungere. Das wäre nicht so gut. So, Spark Powder. Du hattest doch Holz dabei. Da. Du hattest doch Holz. So, sehr schick. So, meine Freunde, dann werde ich mich mal von euch verabschieden. Wir wissen jetzt endlich, wie Eisen aussieht. Ist ja super. Und hier schmelze ich das dann mal gerade ein, hier in meinem Wir bauen Ofen. Gleich wieder ein neues. Ach ne, hast schon Prime reingemacht, ja? Ja, hab ich gerade gesagt. Was geht essen werde ich dann auch mal gleich, ganz spontan. Der Felsen hier vor uns, der so überhängt. Wo ich hier noch Hunger. Hab ich eben auch schon geguckt. Ja, dann sage ich mal so viel. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Durchhalten. Ich will hoffen, dass das Video diesmal synchron läuft. Und lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr mehr von Ark Survival Evolved sehen wollt. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.